Oh, hier ist Kohl drin. Oh nee, Tobi, bitte. Nein, bitte nicht, Tobi. Erik, den gönne ich mir richtig fett rein. Na, jetzt. Oh na, boah, ich weiß genau, wie das endet. Ja, sicher. Ich weiß genau, wie das endet. Frischluft, Erik. Kann ich an einem Arsch dann auch Fleisch braten? Erik, das nennt man Frischluft. Ja, weiß ich nicht genau. Ist Tobi wirklich an Maisdurchfall gestorben? Ich glaube, hier sind es eher die Kohlblähungen dann. Ja, wir werden auch viel Kohl haben, glaube ich. Ach ja, wir müssen NPCs dann ja auch irgendwie überreden, zu uns zu ziehen, ne? Da habe ich ja gar keinen Bock drauf, ne? Das wird wieder so schäbig dann. Naja. Musst du da hingehen, den die Füße küssen, weißt du? Ach nee. Geht Safe-Scumming noch bei dem Game? Dass man in Gesprächen einfach immer, wenn man immer mal eine Punktlandung hat, einfach speichern und dann, wenn man daneben liegt, einfach schnell wieder laden. Geht das noch? So, waren hier die Wölfe irgendwo? Nee, ne? Oh, hier ist super viel Stroh. Komm mal. Hier bei Misch. Ah, okay, das System wurde komplett geändert. Okay, cool. Geil, Tobi. Wahrscheinlich musst du öfter hingehen und musst die fragen, ne? Das war früher so, man musste sau oft hingehen und dann, naja. Ist das nicht mehr so? Gedauert. Okay, krass. Weiß ich nicht, obwohl man muss die nicht mehr überzeugen, lese ich gerade. Okay. Vielleicht überzeugt die einfach unsere geile Village. So. Huh. Was denn? Neues Überlebenslevel. Cool. So. Nur die zukünftige musst du bequatschen. Da mache ich dann Safe-Scumming. Das ist aber gemein. Ja. So. Vielleicht will die ja gar nicht. Ich gucke einfach immer, was Turbina antwortet. Ne? Und wenn ihre Antworten doof sind, dann lade ich wieder. Was? Hm? Was? Was? Saarland Dynasty, Tobi. Einfach ein großer Kreis. So. Okay, cool. Ich muss eine Karte vom E drücken. Wenn ja E gedrückt halten, wäre geil, wenn das gehen würde. Ach, man kann E gedrückt halten. Oh ja, sehe ich auch gerade. Ups. Oh, das geht ja viel schneller. Huch. Das geht viel schneller. Lass uns nicht drüber reden, Tobi. Das wussten wir sofort. Ja. Müssten wir nicht bald auch mal voll sein oder so? Keine Ahnung. Ich glaube, Stroh wiegt nichts, ne? Naja, so ein Ballen. Achso, ich dachte schon. Ich höre das Wolfsgeheul, auf einmal gehen mal die Kriegstrommeln los, aber es war nur einmal nur. Oh, puh. Ich habe Wölfe gehört. Nein. Vor Wölfen. Hier war gerade Wolfsgeheul. Die sind hier in der Nähe. Da hinten, ich sehe den sogar gerade. Oh, sollten wir vielleicht gehen? Da hinten. Ja, das spuckt man dann hier. So. Wissen wir denn noch, wo wir gebaut haben? Also wo wir wohnen? Haben wir da irgendeinen Marker oder so? Hier in die Richtung. Oh ja, doch, da ist was auf der Map. Der Map wird angezeigt, wenn du M drückst. Siehst du? Da ist ein Häusle. Wäre cool, wenn es auch da oben auf dem Kompass angezeigt werden würde. Ja, vielleicht das stimmt. Später. Aber vielleicht kann man sich da auch einen Wegpunkt machen, dann wird das bestimmt kann angezeigt. Man, genau, wollte ich auch gerade gucken, ob das geht. Wegpunkt jetzt mit F. Okay. Jo, geht. Prima. So. Aber so ein bisschen wie Skyrim ist das hier schon, so mit dem Dings da oben, ne? Mit dem. Grüm. Mit dem Kompass meinst du? Mit dem Skrüm, ja. Skrüm, Skrüm. Ein bisschen vielleicht. Skrüm, Skrüm. Herzlich willkommen zurück bei Skrüm. Ach, das waren Zeiten. Das war mal schön. Hab gestern Skyrim Speedrun geguckt mit Chat, also mit Stream. 9 Minuten. Was? Weißt du, was crazy ist? Das
Was denn? Ich habe bestimmt schon 400-500 Stunden Skyrim gespielt und ich habe die Hauptstory noch nie durchgespielt. Ich glaube, so geht's vielen. Ja. Oh, hä? Achso, warte mal, was kann ich denn hier? Rieddach? Holzschindeln? Aber Bretter können wir nicht machen, wir müssen Rieddach machen. Okay. So. Fun fucking tastisch. Hier 400 Stunden, bei mir ist es auch so. Hier 404 Story nach 300 Stunden immer noch nicht durch. Ich versteh's. Ich versteh's. Also irgendwann würde ich muss die Story halt wirklich irgendwann mal spielen, weil ich habe die noch nie das Ende gesehen. Ist das nicht bei Bethesda Spielen so, dass alles sich lohnt, außer die Hauptstory irgendwie? Also alles macht irgendwie, also die Hauptstory ist immer so, die ist halt da. Punkt. Oh. Aber Fallout 3 mochte ich die Hauptstory sehr gerne, muss ich sagen. Die habe ich immer sehr gerne gespielt. Das ist viel zu lange her bei mir. Okay, Haus ist fertig. Oh, geil. Schön am Wasserfall, ist echt nice. Oh, ist er noch direkt bei jetzt noch ein bisschen. Warum sind da drei Betten drin? Du kannst mir vertrauen. Ich bin's, dein Bruder. Ach so, ja, dann gleich bumsen oder was? Ich meine, es ist Mittelalter. Geschwisterliebe. Es ist Mittelalter, ich gehe noch in den Kittel, Alter. So, was? Oh, ich wohne hier noch gar nicht bei dir. Du musst mich noch zuweisen, glaube ich. Ach so, okay, ja, mache ich gerne. Warte kurz. Also du möchtest das natürlich nicht, ne? Nee, alles gut. Ich habe einen Wellensittich dich für dich übrigens. Geil. Ja, warte. Wenn du mal einsam bist, wenn ich mal auf Jagd bin oder so, hier. Ich habe dir einen Wellensittich nicht gefangen. Alter. Oh, das ist brutal. Ist die Feder blutig? Oder wie gut? Oh. Da machst du dich noch drüber lustig. Das ist schön. Das ist gut. Entschuldigung, ich bin auch so ein Bastard. So, das ist ja ausreichend Raum für uns beide zusammen. Na du? Ich baue mir vielleicht mein eigenes Haus. Ne? Ich verstehe nicht warum. Hä? Das ist ich baue hier drüben, ja? Hier, ich gehe hier drüben bauen. Hey, oh, steht da oben noch, ich bin schmutzig. Was ist das denn jetzt für eine Nummer? Ist mir auch gleich aufgefallen, deswegen bin ich hier rausgegangen. War mir unangenehm, mit dir im Raum zu sein. Aber ich kann hier nur trinken. Wie kann man sich denn hier waschen? Einfach durch Wasser laufen, oder? Ist das so? Ich glaube ja. Schmutz? So, mal gucken. Nicht tief genug. Kann man als weibliche Charakter schwanger werden? Ja, frag erstmal den Tun. Das werden wir noch rausfinden. Ich war es schon viermal heute. Am Fluss aber rausgeschossen einfach. Kann ich mir hier nicht unter den Wasserfall einfach stellen? Bin ich dann nicht sauber? Warum nicht? Was soll das? Also eigentlich müsste Schwimmen reichen, oder? Ja, wir haben hier leider kein Wasser zum Schwimmen. Das ist zu seicht. Also, oh, okay. Bist du nicht schmutzig? Also noch nicht, glaube ich. Hast du wieder Beamten-Cosplay den ganzen Tag gemacht, oder was? Meinst du nichts gemacht? Das habe ich jetzt nicht gesagt. So. Ist das jetzt... Oh, ist wirklich zu seicht? Ja, du kannst da nicht eintauchen, leider. Ah, okay. Also eigentlich kann man auch schwimmen und wird sauber, aber naja, okay. Ach, vielleicht wird's da vorne ja... Warte mal, vielleicht wird's da vorne ja besser. Aber es wird dunkel, ich will jetzt nicht. Meinst du, die Fische werden aggressiv?
Nee, aber ich weiß nicht, Wölfe vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Ja, hier unten sind ja keine Wölfe. Hier ist kein Wolfgebiet. Na gut. Okay, nee, ist irgendwie nicht tiefer. Da ist die Höhle. Wird hier wahrscheinlich auch nicht tiefer, ne? Nee. Ich guck mal kurz. Ich schau mal eben. Passiert was, wenn du um Tobi rumspringst? Ich verstehe diese Anspielung und ich glaube nicht. Bitte? Frag bitte nicht, Tobi. Konnten Sir? Wir... Sir, ich verstehe nicht. Handarbeit, Möbel fallen, die... Hatten wir hier nicht irgendwie Pflanzen, Beleuchtung, Sitzgelegenheiten, Behältnisse, Fallen? Es gab doch einen Waschzuber, oder? Spaliere, oh, Spaliere, geil. Yo, Block, Liebe geht raus an dich. Dankeschön für deinen Film über Kofi. Oh, geil. Liebe. Es gab doch irgendeinen Waschzuber. Noch mehr Kohl. Oh ja. Geil. Ein Geschoss, Schneeball. Oh. Bei den Arbeitsstationen. Wo sind die denn nochmal? Hier ein Gebäude. Ich muss ja wirklich erstmal wieder reinkommen. Das ist alles Wäscherei-Arbeitsstation. Aber war das das, wo man sich selber drin waschen konnte? Holzfäller-Arbeitsstation, Jagd-Arbeitsstation, Landwirtschafts-Arbeitsstation, Angeldekoration. Okay. Kann man denn krank werden, wenn man schmutzig ist? Ah, hier, Waschzuber, da ist er. Aber wir brauchen Bretter dafür, vergiss es. Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Heuhaufen, Komposthaufen, Entfiederungsstation. Ah, oh, das wird noch lustig, Tobi. So. Moin, ihr Little Boot. Jesus ist zurück und er ist böse. Ha? Au, aua! Oh, 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 das, oh, oh. Erik schlägt Frauen! Erik schlägt Frauen! Hallo! So. Hallo. Hey. Au. Zweimal sogar. Weißt du was? Ja, ich habe links rechts kommen. Komm her. Hinter mir ist ein Büffel hinterher. Nein, Hilfe. So. Hilfe. So. Sag mal! Was denn? Ich weiß nicht, ich hab das nicht gesehen. Kannst ja keinem erzählen. Warte mal gucken. Oh, Nebel. Alter, aber. Oh, warte mal, bist du jetzt nicht eigentlich sauber? Die Fäuste runter. Ja, bei Regen weiß ich nicht, ob das für dich reicht. Bei dir ist der Schmutz eher auf der Seele, würde ich sagen. Hä, du wolltest mich gerade nachts einfach ohne Ankündigung mit einem Speer angreifen. Das kann man jetzt so nicht sagen, Tobi. Ja. Du bist das mal wieder viel zu krumm. So, warte mal, ich probiere mal was gerade. Mal gucken, wie das aussieht. Ich wohne übrigens immer noch nicht in deinem Haus, ne? Achso, ja, ich guck gleich mal, wie man das machen kann. So. Geht, ne? Ja. Okay, wie kann ich beim Haus... Hier. Ach, hier ist die Tafel vorne, ne? Einfach das kleines Verwalten. Leerer Slot zu Bewohner zuweisen. Oh, ich kann dich als Mitspieler nicht zuweisen. Du brauchst wirklich ein eigenes Haus. Oh. Was? Ach, weil wir nicht verheiratet sind wahrscheinlich, ne? Vielleicht gelte ich aber auch nicht als NPC, ne? Vielleicht brauche ich wirklich ein eigenes Haus. Wir haben am Ende wirklich eine eigene Familie. Jeder für sich. Aber wir können es trotzdem heimlich treffen, oder? Klar. Okay,
du hast Jesus. Ich heiße Jesus. Ich konnte mir den Namen nicht aussuchen, meine Eltern haben mir den gegeben. Scamses ist es. Er ist Scamses, er kann nämlich nicht übers Wasser laufen. Was? Ich habe doch vorhin eindeutig gezeigt, wie das geht. Warte, wollen wir hier noch eins hinbauen? Also wenn wir hier noch eins hinkriegen, meine ich? Hier so nebenan, dann bist du auch direkt am Fluss. Und nicht zu weit weg. Hier so. Ja, da würde ich sagen, oder? Ach, so als Hausherren wohnen wir dann hier, das finde ich gut. Kannst den oder? Nee, den Stumpen. Oh, lass den Stumpen nochmal stehen, vielleicht wächst es ja nach. Ich glaube, das wäre ganz gut, das mal auszutesten mit dem Ding. Und vor allen Dingen könnte es schön aussehen, wenn wir hier noch ein Haus hinkriegen. Es gibt Hindernisse, die Baustelle blockieren. Hä? Soll ich nur irgendwelche warte mal, wenn Stöcke hier noch liegen, dann können die problematisch werden. Warte mal. Okay. Aber eigentlich liegt hier gar nichts. Nee, okay. Ach, vielleicht, du kannst vielleicht nicht zu nah an dein Haus bauen. Vielleicht, weil das, ne, weil das so ein vom Dingens her vielleicht. Versuch mal ein Stück weiter wegzusetzen. Ja. Ich würde es nur gerne halt auch ungefähr auf derselben Höhe haben, damit wir den Weg so bauen können. Aber das geht, glaube ich, nicht. Wir müssen es, glaube ich. Geht das so? Ja, so passt doch. Okay? Ja, dann können wir doch einen Weg hier durch noch machen. Ist doch geil. Achso, musst du das jetzt. Ah, Tobi muss das. Du musst es bauen, sonst werde ich zugewiesen. Okay. Du musst es selber bauen. Ein Freund besitzt dieses Haus bereits. Na gut. Ich wollte nur helfen. Wo hast du das jetzt gehabt? Hier? Ja, perfekt. Ja, perfekt. Super. So? Ja, easy. Platzieren. Okay. Toll. Hast du Steine dabei? Hast du Steine dabei? Ich hab noch nicht mal einen Hammer dabei, Erik. Bist du nicht so gut, Tobi. Ich such mal ein paar Steine, ne? Finde ich gut. So. Vielleicht findest du auch noch ein bisschen Art. Ein bisschen was? So. Okay, hier ist Stroh. Auch noch Steine. Was war das hier gerade? Felsen. Ach, hier kann ich Felsen abhauen. Okay, das geht nur an ausgewählten Felsen. Ich verstehe. Ja. Natürlich. Okay. Gucken wir mal. Erschöpft. Oh, du trägst so viel. Okay. Ups. Tobias. Oh, ich komme. Uff. Oh. 9 Uhr ist Dienstbeginn. Wo ist der denn schon wieder? Komm schon, Tobi, ich muss alles selber schleppen. Oh, diese Steine. Oh. Oh, okay. Oh. Das war hart. So, Haus ist fertig. Cool. Das war das Haus, was ich mir immer erträumt habe. Danke. Gerne. Darf ich vielleicht noch ein kleines Dach bauen? Das wäre total schön. Das kostet aber extra. Wir kommen dann nächsten Monat wieder. Soll ich die Bäume hier weghauen oder eher nicht so? Haben wir gar keine Baumstämme mehr? Nee, die waren alle für das andere Haus draufgegangen. Ich musste sogar noch 2 Bäume fällen. Ja. Was? Alle? Ja, so ein Haus kostet mal eben 20 Baumstämme fast. Oi. Okay. Ja. Aber dann müssen wir, warte mal, dann müssen wir irgendwo anders hingehen und die Sachen holen, ne? Am besten, ja, aber da muss ich mich erstmal leer räumen, warte. Mach ich auch gerade. Also Stroh müsste ich vielleicht nochmal ein bisschen aufteilen hier. Oh, ist schon voll. Ist schon voll. Oh, shit. Ja, ist schon voll. Ist noch Zweige drin, dann könntest du noch einen Weidenkorb bauen vielleicht. Oder ich könnte ein paar Sachen noch bei mir in die Kiste reinballern. Wo baut man die denn, die Zweige? Diese Körbchen? Die waren bei... Behältnisse, ne? Nee, nicht Handarbeit. Ja, Entschuldigung. Behältnisse. Ja, nicht Handarbeit. Entschuldigung. Oh. Bitte sehr.
Bogen brauche ich auch nicht unbedingt. Da gehen 50 Kilo rein. Ich baller die mal hier rein. Kalkstein kann auch weg. Zwei Fleisch. Keine Ahnung. Hau ich erstmal hier rein. Wir haben nur noch ein bisschen. Muss ich essen? Oh, ich muss dringend essen. Ups. Obi, hast du was zu essen? Also, ich meine, brauchst du was? Nee, ich hab. Okay. Sehr gut. So, das waren die Fischfilets. Oh, lecker. Geschmeidig, Brudi. Da sollen wir Reise machen für die Bäume, ja, ne? Aber wir werden aber zwei, dreimal laufen müssen, ne? Also, ich glaube, wir können aber hier noch ein paar wegnehmen. Die Stadt wird ja eh größer, oder? Wir können hier bestimmt noch ein paar wegnehmen. Die was? Naja, das wird doch eine Stadt. Oder also ein Dorf halt, ne? Die Stadt finde ich schon gut. Ich bin da schon bei dir. Ich bin da schon bei dir. Wir werden später wahrscheinlich weit reisen müssen, aber noch geht's. Also wir dürfen halt die Baumstümpel nicht wegmachen, ne? Oder wie war das? Genau, dann wächst es nach. Und wenn wir hier Häuser bauen, können wir die Stümpel immer noch wegmachen. So. Toll. Prima. Holzschuppen. Holzschuppen, geil. So. Weg mit dir, du Luder. Okay, ich gehe ja schon. So. Nee, meine Ochse ist gleich hin. Was? Was machst du denn mit deiner Ochse? Das Ding ist gleich putt. Neues Level, was? Habe ich gerade nicht gesehen. Ach ja, wir können ja irgendwelche Punkte wieder auch verteilen, ne? Sollten wir das vielleicht sogar machen? Sollten wir langsam wirklich mal machen. Wie viele Punkte habe ich denn jetzt hier? Stehen dort. Ja. Dann kicken wir mal hier. Ach, man konnte das in jeder Kategorie, konnte man Punkte vergeben, ne? So war das gewesen. Ja, da waren auch, glaube ich, ewig viele, ne? Naja. So, Stöcke habe ich auch noch ein paar, okay. Aber kein Holzstamm. Ja, was denn? Ist das hier bei mir nur ein Anzeigefehler oder ist bei dir die Tür hier auch hier vorne irgendwo? Die Tür ist hier vorne. Okay, dann ist das bei mir nur ein Anzeigebug. Alles klar. Oh, okay. Ist bei dir falsch rum, also andersrum? Ne, bei mir ist das Haus hier. Aber die Tür. Okay, jetzt ist die Tür da, wo sie hingehört. Jetzt ist aber da oben irgendwie so ein komisches Dach. Irgendwie ist das total weird. Keine Ahnung. Wir bauen noch weiter. Okay, wild. So. Ah, ist nur wegen Multiplayer. Okay, alles klar. Okay, prima. Noise. Kann ich ja eigentlich schon mal. Make some noise. Hier so. Eriko, bist du? Hier. Hier, warte. Ja. Meinst du, das ist eine gute Idee? Frag mal kurz. Nach dem. Was? Ist das ein Hochzeitsstrauß oder was ist das? Nein, ich frag mal kurz nach dem. Weg, warte. Tobi. Ich hab uns ein Tütchen gebaut, komm her. Oh nee, Alter. Gam, Jesus. Drogendealer Jesus. Ist einfach alles dabei. Das ist echt eine geile Serie. So. Jede Folge ist Jesus einfach so ein anderer Krimineller. Aber Scam Jesus finde ich am geilsten eigentlich. Scam Jesus, du hast was Besonderes. So, ups. Ich habe ein Gänseblümchen mitgenommen, wollte ich gar nicht. Nein, meine Akku ist kaputt. Hier. Nein. Nein, Tobias, warum? Nein. So. Oh, jetzt muss ich mir eins Neue machen. La 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 la. Ich sammle noch ein paar Zweige. Für das Aus. Ich vermisse ein bisschen mein altes Dörfchen aus Medieval Dynasty. Boah, war das nicht schon mega riesig? Mit einer eigenen Feldwirtschaft und allem? Ich erinnere mich da ein bisschen dran. Ja, das war schon ziemlich cool. Hat Spaß gemacht.
Aber das kriegen wir auch alles hier nie natürlich. Wir sind ja gerade nur am Anfang hier. Na klar, das ich freue mich schon, wenn wir die ersten NPCs verknechten. Ja, geil. Oh, das wird so schön, wenn wir einfach nur noch da sitzen und Fanta schlürfen und die für uns arbeiten lassen. Oh, geil. Meine Familie kann sich das Leben nicht mehr leisten. Schnauze und arbeite härter. Ja, geil. Wer einen krummen Rücken hat, kann immer noch Sachen vom Boden auflesen. So, okay. Holzstämme haben wir. Ich hole mal eben Stroh. Stroh. Wo ist denn der Stroh? Da ist Stroh. Dann machen wir mal kurz die Dächer hier auch ein bisschen. Zu viele Holzstämme einfach erforderlich. Das ist unfassbar. Ah, echt mal. Frech. Ja. Vorsicht! Was denn? Oh. Alles gut, der Baum hängt. Okay, sehr gut. Hast du den Baum weggemacht, den wir stehen lassen wollten? Haben wir den nicht vorhin schon irgendwann weggemacht? War das nicht der hier, wo du den Stamm hier... Ist das nicht der hier gewesen? Den wollten wir stehen lassen und dann, genau, da wo der Baumstumpf noch steht. Aber ich dachte, hier war auch einer, war aber keiner. Nee, alles gut. Scheiß ja, drauf. Meine Güte. Scheiß auf Bäume. Die Natur fixt sich ja wieder selbst. Ihr wisst ja, wie das ist. Und wenn nicht, dann fixt sie der Mensch. Ganz genau. Die wird ordentlich durchgefixt von Menschen. Darauf kann man sich verlassen. Ja. So. Hervorragend. Das haben wir. Alles drin. Es fehlen wirklich nur noch Holzstämme. Der Rest ist drin. Geule Scheuse. So, Rest Stroh kommen wir da zurück. Warte mal, ich glaube, wir sind sogar fast schon. Doch ein Bäumchen oder so brauchen wir noch. Nice. Nice, nice, nice. Geil. It's nice. It's nice. Ist schon nice. Ist schon nice. Können wir vielleicht auch ein schönes Gärtchen machen hinter unseren Häusern, damit wir nicht zu nah am Pöbel wohnen? Ja, ich dachte, der Pöbel wohnt irgendwo weiter unter die Straße weiter runter. Über die Brücke, meinst du? Ja, zum Beispiel. Hauptsache weit weg, die einfachen Leute. Da muss man immer so weit gehen, um ihn zu knechten. Mein Mann hat gesagt, ich soll mich nicht mit den einfachen Leuten abgeben. Also wenn ich einen E-Scooter hätte, dann würde ich das machen. Sag ja, Bugatti. Schön. Ich glaube, du musst auch zu... Nee, du hast es gebaut, das müsste eigentlich automatisch dir gehören, ne? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Ist auf jeden Fall jetzt fertig. Ja. Oh, schade, wir haben kein Fenster nach hier drüben. Ist aber schade. Oh. Okay. Musst du es dir vielleicht selber zuweisen, wenn du mir hier auf die Tafel guckst? Kannst du mal gucken, ob du es dir selber zuweisen kannst? Zuweisung verwalten. Hä? Ich meine, du hast den Grunddingens gebaut, du hast es zu Ende gebaut, aber du stehst nicht in der Liste. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht ganz. Ah, okay. Das ist ja weird. So. Ja, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als weiterzuziehen, Erik. War schön mit dir. Mach's gut, Jam Scam Jesus. Cool, du kannst bei mir im Bett schlafen. Ach du, nein. Das muss nicht. Ich sag nicht mal Haus, weißt du, ich sag direkt Bett. Ja. So. Richtiger Tinder-Polizist. Aber okay, die Leute sagen, ich soll mal reloggen. Okay, ja. Ich meine, das würde passen. Ich wollte eh kurz Pause machen, weil ich was zu trinken brauche. Achso, komm mal zurück. Ja. Stell dich mal vor das Schild und halt mal E gedrückt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das machen muss. Ich habe Angst, wenn ich das jetzt dekorieren.